Ja, es soll jetzt darum gehen, die Formel m gleich y2 minus y1 durch x2 minus x1 nach y1, nach y2, nach x1 und nach x2 aufzulösen. Das ist die sogenannte Zwei-Punkte-Formel. So, und wie geht das? Erstmal in Klammern x1 minus x2 minus x1. Jo, das ist richtig. Grundsätzlich empfehle ich immer, Männer aufzulösen. Also heißt es m mal x2 minus x1 gleich y2 minus y1. Und aus dieser Form können wir dann direkt nach y2 und nach y1 auflösen. So, wie löse ich hier jetzt nach y2 auf? Plus y1. Das ist das Allereinfachste. Und dann habe ich hier y2 gleich m x2 minus x1 plus y1. Dann habe ich es nach y2 aufgelöst. Wie löse ich das nach y1 auf? Minus y2 und dann mal minus 1. Genau, und dann habe ich also zunächst mal minus y1 gleich m x2 minus x1. Und weil ich minus y2 gerechnet habe, minus y2, aber dann dividiere ich nochmal durch minus 1 und dann kriege ich raus y1 gleich minus m x2 minus x1 plus y2. Man würde eventuell auch die beiden tauschen. So, jetzt habe ich es nach dem y's aufgelöst. Jetzt fehlen mir noch die x. Wie geht das mit den x? Dann geteilt durch m. Ja, das kann man in der Situation machen. Dann habe ich x2 minus x1 gleich y2 minus y1 durch m. Nächster Schritt. Plus x1. Und dann habe ich es nach x2 aufgelöst. Und da habe ich es nach x2 aufgelöst. Vielleicht muss ich das mal noch notieren. Hier habe ich es nach m aufgelöst. Hier nach y2, hier nach y1, hier nach x2. Und nächster Schritt. Minus x2 mal minus 1. Jo, genau. Also das heißt, ich subtrahiere zunächst das x2 und dividiere dann durch minus 1 oder multipliziere mit minus 1 und habe dann minus y2 minus y1 durch m plus x2 und habe es hier nach x1 aufgelöst.